Hi Leute, da wie zu sehen ist hier auf dem Erdbebenprogramm, gerade jetzt im Augenblick, vor ein paar Minuten. Ich dachte, was ist das? Ne, hier Zimmerpflanze hier, die hat gewackelt, die Blätter haben gewackelt. Und man sieht den großen lila hier Kreis. Das sind 7,8. 7,8 Erdbeben, 7,8. Heute Morgen hat er in der Zeitung schon dieser Erdbebenprofessor da hier aus der Türkei davor gewarnt, dass mindestens ein Jahr lang bei diesen Erdbeben noch Nachbeben sein werden. Aber so heftig, das ist ja hier genauso heftig jetzt, diese 7,8, wie das, was in der Nacht war, was die ganzen Schäden verursacht hat. Oh, inshallah, Allahu Akbar, Allah, Allah. Mann, 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 Mann. Ja, Leute, eben kam gerade über Nachrichtenticker, dass die 1000 Toten schon überschritten sind. Es werden wahrscheinlich hier Zehntausende Tote werden. Wenn solche Nachbeben noch hinterherkommen, Mann, Mann. Und dass man hat ja bis jetzt nur die Daten aus den großen Städten, ne? Hier die abgelegenen Ortschaften oder diese hier kleineren Ortschaften und die ganzen Dörfer, ne? Da sind da viele auch größere Dörfer, ne? Hier. Da weiß man ja noch gar nicht, was los ist, richtig. Oh, Gott, Allah hier prüft hier diese Gegend aber ganz schön stark. Also es war schon heftig. Das hat hier gewackelt hier und eine ganze Weile. Also das war ja fast eine Minute wieder. So wie das hier heute Morgen um 4:17 Uhr das Erdbeben eine Minute war. Mann, Mann. Also nichtsdestotrotz, Allah möge den Toten barmherzig sein. Und heilen zu den Verwundeten. Gott Allah. Also die Gebete sind für diese Menschen und Mann. Also ich war jetzt richtig bisschen. Wow. Wohl heute Nacht habe ich nicht mitbekommen, habe ich ja geschlafen. Ne, wie viele Menschen dort auch in den betroffenen Gebieten geschlafen haben. Aber jetzt die Retter, die da unterwegs sind, hier in diesen hier zerbrochenen Häusern oder beschädigten Häusern. Und dann, wenn dann noch so ein Nachbeben kommt mit der gleichen Stärke und 7,8, das ist schon richtig, richtig heftig. Oh Mann, das ist, ich möchte nicht wissen, wie viel von den Helfern jetzt in Mitleidenschaft gezogen wurden. Oh, ich bin richtig bisschen hier, also das berührt mich zutiefst im Herzen, also ich bin richtig aufgeregt. Also ich denke, hä, was ist das? Und dann sehe ich hier die Zimmerpflanze, wie die Blätter wackeln. Naja. Wollen wir hoffen, dass die weiteren Nachbeben nicht so heftig wieder werden. Tja, Daumen hoch, Abo dalassen und einen auf die Glocke hauen. Anders kann ich das jetzt nicht sagen. Nicht so, wie ich sonst das sage. Dann bis zum nächsten Mal. Tja, ich habe jetzt erstmal nochmal eine Zeitung nachgelesen und 13:27 Uhr ein weiteres Erdbeben. Karaman Maras, Gaziantep. Und Details kommen noch. Wartet mal. Da seht ihr hier diesen hier Erdbeben hier mit Schreiber, ne? Hier, wie er die Ausschläge da macht. Das Video ist noch von heute Nacht. Ne, man hört da Kinder, Frauen weinen. Aber wie gesagt, jetzt nochmal die gleiche Stärke wie heute Nacht, ne, was die ganzen Schäden da verursacht hat. Oh, heftig, heftig.